Die Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Schönen guten Abend und herzlich willkommen und schönen guten Abend. Alles Wichtige vom Sport hat Norbert König für Sie. Ich dachte, wir wären noch nicht im Bild. Schönen guten Abend auch von mir. Wir beginnen mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das viele Menschen beschäftigt. Urteil zur Triage. Wie Ärzte im Ernstfall auswählen sollen, wen sie retten, muss die Politik künftig per Gesetz regeln. Memorial vor dem Aus, Russlands wichtigste Menschenrechtsorganisation, wird gerichtlich verboten. Straßenkunst und Modernismus an der Memel, Kaunas in Litauen ist europäische Kulturhauptstadt 2022. Wenn Sie Triage hören, zucken viele Menschen zusammen. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht unverzüglich ein Gesetz gefordert, dass Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligt werden dürfen, wenn es zu einer Triage kommen sollte. Also wenn Intensivstationen wegen Covid-19 irgendwann so überlastet sein sollten, dass entschieden werden muss, wer behandelt werden kann und wer nicht. Dabei darf nicht diskriminiert werden. Sarah Tacke berichtet.